Hallo meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es um eine kurze Botschaft für dich, für diesen Tag, für heute, aber diese kurze Botschaft kann auch über diesen Tag hinaus wirken. Ich schaue einfach, was mir die Karten denn mitteilen wollen. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Das ist eine allgemeine Legung. Natürlich kann es sein, dass vielleicht nicht alles nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird, aber du bist jetzt hier, du hast diese Legung gefunden und deswegen warten hier Botschaften, Informationen auf dich. Eine kurze Botschaft. Die Königin der Schwerter, die Königin der Kelche und die zwei der Kelche. Wow, es geht also hier bei dieser kurzen Botschaft erstmal um die Liebe, um Gefühle, aber auch um die Gedanken. Ich habe hier Gedanken drehen sich um eine Liebesangelegenheit, Gedanken in Bezug auf eine Liebesgeschichte, eine Liebesangelegenheit. Entwicklung. Jemand wünscht sich hier in einer Liebesverbindung Verbindlichkeit, dass es endlich zusammenkommt, dass diese zwei der Kelche endlich möglich sein werden. Und ich habe hier auch jemanden, das kannst du sein, kann aber auch jemand anderes sein, also zum Beispiel dein Gegenüber. Das muss nicht unbedingt sein, dass das deine Gedanken sind. Ich habe das hier einfach nur so als Botschaft für dich, ja, dass da jemand ist, der über die Liebe nachdenkt. Jemand denkt ganz stark über die Liebe nach, das Herz pocht. Das Herz hier ist voller Liebe. Und diese Liebe muss fließen, diese Liebe muss in den Fluss kommen, diese Liebe soll ausgetauscht werden, diese Liebe wird auch ausgetauscht werden. Soll ich dir sagen, das ist hier die Botschaft. Jemand ist hier und normalerweise denkt diese Person immer stark nach, überlegt, dreht sich vielleicht in diesen Gedanken im Kreis, kommt da nicht raus, die Gedanken blockieren die Gefühle und jetzt dieser Mensch kannst du, so kannst du sein natürlich, aber es kann auch zum Beispiel dein Gegenüber sein, ja, oder jemand, der in deinem Leben irgendwo da ist, wo es sich um die Liebe handelt, um die Liebe geht, um Gefühle geht, ja. Und jetzt erkennt dieser Mensch, dass da Gefühle vorhanden sind und es entsteht in ihm oder ihr ein Gefühl von Liebe, Zuneigung, Hoffnung. Der Kelch hier ist voll mit Grün, also das ist die Hoffnung und diese Hoffnung soll jetzt fließen und aus Hoffnung soll jetzt Realität werden, Tatsachen werden, also nicht nur in diesen hoffnungsvollen Gefühlen schwelgen, sondern da auch konkret was machen, diese Liebe endlich fließen lassen. Ich habe das hier auch so, Liebe offenbaren, zu der Liebe stehen, zu diesem Gefühl stehen, zu den Gefühlen stehen, ja. Und irgendwie habe ich hier aber auch jemanden, der vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat in Bezug auf die Liebe. Kann vor kurzem sein, kann auch 10 Jahre, 20 Jahre her sein, ja. Schlechte Erfahrungen in der Liebe. Aber man hat daraus gelernt. Man weiß jetzt, was zu tun ist, beziehungsweise diese Erfahrungen haben diesen Menschen eine lange Zeit blockiert. Deswegen dieses Gefangensein in diesen Gedanken, in diesem Gedankenkarussell und nicht aussteigen können. Aber jetzt, durch die Gefühle, weil die Gefühle so stark sind, das ist Liebe, ich soll dir sagen, es ist Liebe, kann man da aussteigen aus diesem komischen Kreislauf, Gedankenkreislauf und sich ausdrücken, sich öffnen,
Dieser Mensch öffnet sich, ist jetzt offen für die Liebe und schaut hoffnungsvoll auch hier in die Zukunft, weil die Gefühle so stark sind. Soll ich dir sagen? Dieser Blick spricht Bände. Also dieser Blick sagt alles. Hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und auch hier endlich erkennen, dass man diese Gefühle hat. Ich habe das nicht so, dass diese Gefühle jetzt plötzlich auf einmal zack da sind. Die waren schon vorher da, aber irgendwie haben diese Gedanken, diese Gefühle einfach runtergedrückt. Und jetzt aber kommen diese Gedanken an die Oberfläche. Man fühlt, man spürt, man vertieft sich da rein in diese Gefühle und wird diese Gefühle auch fließen lassen. Das ist die Botschaft, das soll ich dir hier sagen, ja? Dass diese Gefühle in den Fluss kommen werden. Austausch, Liebesaustausch. Ich habe hier zwei Menschen, die sich in Liebe austauschen wollen, können, werden. Es wird jetzt möglich sein für dich, für dein Gegenüber, vielleicht für euch beide, ja, diese Kelche der Liebe auszutauschen. Und ich habe hier die Gegenseitigkeit. Also wenn du zum Beispiel das bist und du bist nicht dir sicher, ob dein Gegenüber auch Gefühle für dich hat, ich soll dir sagen, ja, dein Gegenüber hat Gefühle für dich. Und das ist auch Liebe, vielleicht Verliebtheit, ja, so diese abgeschwächte Form, aber das ist sozusagen trotzdem sind die Gefühle da und das sind tiefe Gefühle, ja, und das ist gegenseitig, ich habe hier die Gegenseitigkeit, also nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber, nicht nur dein Gegenüber, sondern auch du, ja, steh zu deinen Gefühlen, wenn du diese Gefühle die ganze Zeit irgendwie verleugnet hast, steh zu diesen Gefühlen. Lass sie fließen, wenn sich die Gelegenheit bieten wird. Ich ziehe hier noch eine Karte in Bezug auf diese Situation. Die vier der Münzen, ja, die Liebe ist ja sicher. Da liegt die Sicherheit dabei. Sich sicher sein. Ich habe das hier aber auch so, dass vor lauter Sorge irgendwie auch nichts machen. Und vor lauter Sorge und Angst auch alles so krampfhaft zusammenhalten und keinen Schritt auch tun. Ich habe das hier eher so bis jetzt, ja, dieses krampfhafte Festhalten. Lieber nichts tun, als irgendwie was Falsches tun. Die momentane Situation gibt Sicherheit. Wenn ich Gefühle zulasse, wenn ich Gefühle fließen lasse, könnte es nach hinten losgehen. Und das habe ich bis jetzt in die Vergangenheit. Und hier sehe ich die Karte für die Zukunft. Ja, genau, der Ritter der Stäbe, das ist die Zukunft. Die Zukunft, sehr viel Feuer, sehr viel Leidenschaft und ein Angebot. Ein leidenschaftliches Angebot, ein feuriges Angebot für dich in Sachen Liebe habe ich hier, damit diese Kelche ausgetauscht werden können. Entweder, wie gesagt, wenn du das bist, dann wirst du ein feuriges Angebot machen oder dein Gegenüber, wenn das dein Gegenüber ist, wird er oder sie hier dir ein feuriges Angebot machen. Und es ist Schluss mit diesem Festhalten, mit diesem Krampf. Ja, weil ich habe hier jemanden, der sehr verkrampft ist. Und hier wird sich das Ganze lösen. Dieses Angebot wird gemacht werden. Das kommt auf dich zu. Ja, oder du wirst dieses Angebot jemanden machen. Und es wird willkommen sein, dieses Angebot. Dieses Angebot bringt alles in Bewegung. Das ist hier nicht nur ein kleiner Funke, sondern das wird dann auch Feuer der Leidenschaften geben. Weil das stößt auf Resonanz. Ja. Das sind die Gefühle, werden sofort erwidert werden. Das ist wie so ein Widerhall, aber ganz, ganz stark. Und das wird sich gegenseitig so befeuern. Und es wird wirklich ganz intensiv werden. Ja, ich habe hier sehr intensive Liebeserlebnisse, Liebesgefühle, intensive Liebesgefühle dadurch dann. Und diese zwei der Kelche, das wird Liebesaustausch geben. Gefühle erzählen, Gefühle gestehen, Gefühle sagen und dann alles irgendwie offenbaren. Ich habe hier
Die vollständige Offenlegung in einer Liebesangelegenheit, ja, in Sachen Liebe, die vollständige Offenlegung. Ich habe das hier mit der Liebe. Ich habe so viele Kelche, eine Kelche und hier auch die Leidenschaften. Ja, ich weiß, hier habe ich noch die Münzen und die Schwerter, aber ich habe das hier mit so viel Power und so viel Gefühl, dass es sich hier um die Liebe handeln muss, sozusagen. In einer Liebesangelegenheit habe ich das hier. Also diese kurze Botschaft, das ist hier eine kurze Botschaft in Sachen Liebe. Sowas habe ich hier, ja. Für dich. Das war eine kurze Botschaft. Ich bin am Ende dieses Angebot. Entweder kommt es von dir oder von deinem Gegenüber und zwar bald. Etwas kann auch etwas Ungewöhnliches sein. Sehr, sehr intensives Angebot habe ich hier für dich. Sehr intensiv. Und dann wird auch die Liebe sehr intensiv werden. Diese zwei der Kelche werden sehr intensiv erlebt werden können. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, du kannst liken, du kannst natürlich auch einen Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.